Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge der GC-Farm mit Marcel Halille. Oh, moin. Ach, und Maurice ist auch noch da. Ich dachte, er wollte sich was zu trinken holen. Ja, Moment mal eben. Ich habe doch so 0,5er Krombacher Pilz vor mir stehen. Marcel, muss das so? Was? Mit den stehen lassen von den ganzen Sachen da? Ja, das ist schlimm. Muss das so? Ja. Gut. Ah, oh, Münster spielt morgen in Osnabrück. Ui, Derby. Ja, bin gleich wieder da. Besser nicht. Marcel, das arbeitest du aber noch mal schön. Nicht. Und was gibt's bei dir noch sonst so Neues? Nicht. Nichts ist immer gut. Naja. Wenn es nichts Schlechtes ist. Wirst du denn LS19 erholen? Natürlich. Natürlich. Ja, andere nicht. Jo. Ja, hast recht, wäre echt eine Schande. Du als LS-Suchti. Ja. Spielst du eigentlich noch Rainbow? Ja, aber so. Ab und zu. Selten. Aber so eine Clique voll zu kriegen ist halt aber schwierig. Wenn du alleine spielen, ist Kacke. Ist so meine Meinung. Weil du brauchst halt einen Squad, dass das richtig gut läuft, so ein 5er-Team. Dann finde ich, läuft so eine Runde bedeutend flüssiger. Als wenn du dann so mit einem und dann vier deiner nicht kennen. Oder auch wenn du nicht mit denen sprechen kannst, weil auch wie auch immer oder so. Deswegen finde ich das halt immer etwas optimaler. Aber ich habe da auch nicht viel Lust drauf, sage ich mal so. Immer mal die Updates fahren, die kommen. Warum verschwindet eigentlich unser Geld gerade so rapide? Keine Ahnung. Ja, Marcel ist zu teuer. Deutsche Wertarbeit. Habt ihr aktuell viel zu tun? Wiederholst du nochmal? Hallo. Ach ja. So. Bin wieder da. Scheiße. Danke für die gute Qualität. Bitte. Da musst du ja von der besten Seite. Ich muss sagen, wir haben aktuell überhaupt nicht viel zu tun. Obwohl wir aktuell Haupterntezeit haben. Wir wünschen uns noch Mais. Bei uns ist schon so gut wie nichts mehr da. Auf manchen Flächen stand ja auch nicht viel, da ging halt Maishäckseln auch relativ zügig. Ich habe gesehen, dass die mit dem Häcksler und 30 Sachen übers Feld geschossen sind. Weil da so wenig Mais drauf steht. Dass du da locker flockig mit 30 anstatt mit 10 drüber zu malen kannst. Maurice, unsere Seite ist gleich fertig und deine? Hört nicht zu. Ja, ich höre nicht zu. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie, ja, wir sind ja auch zu zweit oder so.
Ey, wer macht's da? Kann man sich nur Anne nennen. Ja, er sucht halt die Weiblichkeiten nicht. Er sammelt am besten Ausdrücken, wenn er sich im Spiel hat, wenn wir eine Frau nennt. Ah, ja. Er hätte auch ganz gerne ein Loch anstatt einen Turm. Ich hätte ein Loch als gar nichts hören. Ja, Loch anstatt. Jetzt hilft Maurice ja auch noch mit. Hast du keine eigene Seite? Nee, ich will gleich auf, deswegen mache ich irgendwie noch. Helfe ich euch noch eben mit, könnt ihr beide gleich drüben sein. Hast du noch 9 Minuten, dann kannst du zu Ende der Folge gehen. Ja, ich glaube, du bist jetzt hier gleich. Ja, mache ich mal sehr. Komm, Gas, Gas. Ich höre hier vorne auf, dass du es passend einer Breite hier abernten kannst. Ernten? Wir sehen. Sehen meine ich. Oh, so viele Stunden LSF und dann immer auch diese Flüchtigkeitsfehler. Mann, 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 Maurice. So, jetzt kannst du. Welche Scheiße, du bist mit GPS gefahren. Wer? Ich ziehe den einen Streifen. Mach es. Garantiert nicht, der kann GPS nicht mal buchstabieren. Ah, lustig. Lacht genau richtig in Englisch. Ey, ich sag's besser nicht. Eine 4. Naja, war aber auch schon mal zwischenzeitlich schon mal schlechter, ne? Ja, aber zum Ende reicht's ja. War nichts gesagt, oder? Der Schlepper muss leider mal tanken. 77 Liter noch. Ja, ich habe ein bisschen mehr drin. Marcel seine Fehler ausbügeln. Ehrlich, Marcel. Herzlich willkommen, Qualität. Ja, sie, ja. Was war anders hier erwartet? Ja, Maurice, wegen der Homepage melde ich mich dann. Ja. Wenn ich da heute nicht mehr zu kommen, mache ich das morgen. Wenn ich mich gleich einfach ins Bett lege. Bisschen Netflix gucke und dann Feierabend mache. Du hast Netflix? Ja, hab ich. Ich auch. Hey Maurice. Ja. Stell dir die Frage, wer hat's nicht? Moritz. Aber ganz ehrlich, ich brauch's auch nicht. Ganz ehrlich. Ganz Warum ehrlich, willst, brauch ich nicht. Willst du jetzt offen wahrzugeben, dass hier alles illegal unterlässt? Nein. Nee, aber ich bin so selten, wenn ich, weiß ich, irgendwie Fernsehen oder so gucke oder. Also, generell. Fernsehen habe ich schon, boah, dieses Jahr glaube ich noch nichts geguckt. Jedenfalls nicht bewusst. Vielleicht mal Nachrichten oder so. Aber mehr auch wirklich nicht. Das hättest du bündig an mir, oder? Ach, du fährst ja mit GPS, oder? Ja. Gut, ich nicht. Ja, warte, ich muss mal in meine Oma nach Hause fahren, ne? Mach bin das. Irgendwann eine halbe Stunde wieder da, oder so. Mach das. Ja, dann läuft er nach Hause. Bis gleich, deswegen wollte ich auch weggehen jetzt. Mach das. Ja, gut, dann, und noch viel Spaß, vielleicht hören wir uns gar nochmal, ne? Jo. Ciao, Heidi, ciao, ciao. Benutzer hat deinen Channel verlassen. Maurice hat halt den Nachteil, da muss er immer daneben sitzen. Bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Ist doch ganz angenehm, alleine zu fahren. Ja. Was hast du für ein Auto? Gar keins, mein Vater hatte. Ich benutze das von meinem Vater mit, der war jetzt diese Woche zu Hause. Da konnte ich das mitnehmen. Schau, wenn der Zug glatt läuft, werde ich das Auto von meiner Mutter bekommen. Was ist das sonst? Oh. So ein Kastenwagen ist das. Eigentlich kein Kastenwagen, so hat etwas. Oh, ich kann dir die Marke nicht mehr auswendig sagen. Ja, so lange haben wir das Auto auch noch gar nicht, deswegen weiß ich das nicht auswendig. Solange das fährt und trocken ist, ist mir da erstmal relativ Wumpe.
wir nachher noch irgendwie Ballen zu bestapeln oder so? Ich glaube nicht, da bist du, glaube ich, ein paar Wochen zu spät. Wollen wir noch kurz welche pressen gehen? Ich wüsste nicht, wo wir welche pressen sollten. Alban? Nee, da muss jetzt Gras mähen. Ja, Zetten. Nee, nach der Folge, nach den Aufnahmen höre ich auch auf. Mann, jetzt soll ich einmal die Seitenkonsole ausprobieren. Wird mein Hof-Bergmann-Projekt Spielstand funktionieren, könnten wir da morgen dran spielen, aber es ist leider nur Singleplayer-Version aktuell. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn ich den ganzen Kram auf den Server hochlade. Was, glaube ich, auch gar nicht möglich ist, weil auf dem Server nur 10 GB Mods möglich sind. Wie viel GB Mods hast du? 15 für den Spielstand. Oh. Ja, ist halt Singleplayer, da kannst du halt alles mögliche mit reinnehmen. Genau. Auf dem Server muss halt immer darauf aufpassen, dass der Kram auch funktioniert. Auf dem Singleplayer, die ganzen Mods sind ja für den Singleplayer eigentlich programmiert. Da hast du höchstens mal noch so ein, zwei Sachen, die halt so ein bisschen abhängig sind, aber das ist halt relativ wenig. Das heißt, du kannst relativ viele Mods mit reinnehmen. Natürlich, ich habe auch viel Script-Mods dabei und sowas halt. Aber so grundsätzlich ist das halt eher so die Liga, wo halt natürlich dann auch bei Modpacks dabei sind, so mit, ja, sag ich mal, so den Standardkram. Die Karte ist halt nur, weiß gar nicht, was die Karte für Gigabytes hat, aber die hat, glaube ich, auch ein Gigabyte. Dann hast du da noch... Ja, meine ist geil, also die haben wir auch. Da hast du ja dann noch zwei Modpacks und so ein Kram. Oder drei sogar, glaube ich, sogar insgesamt. Die du für die Hofbergbahn brauchst. Ja, dann bist halt schnell, hast für die Map schon mal 5 GB weg. Bis du, sag ich mal, so die Standard-Mods zusammen hast, die du, sag ich mal, für Grundspielen brauchst. Und dann willst du ja mal einen neuen Schlepper haben, einen Mod-Schlepper, einen Mod-Drescher, einen Mod-Häcksler oder so ein Kram halt einfach alles. Und das läppert sich schnell und dann... Das ist halt natürlich benutze ich auch Crossplay. Das ist jetzt auf dem Server, auf dem DD-Server nicht mal unbedingt das Problem ist, weil der jetzt ja auch DD-Server fähig ist. Ja, und sonst... Aber sie fahre ich letzter Zeit wieder oft. Ja. Also oft... Abends mein Stündchen oder zwei vielleicht. Okay. Ja, abends nach der Arbeit ist das, finde ich, eine ganz... akzeptable Ruhephase für mich. Wenn du abends, sag ich mal, zu Hause bist... Das ist ja auch nicht immer um Punkt Viertel vor kommst, außer Punkt Viertel vor fünf kommt aus der Firma raus, dann kommt noch das nochmal dazwischen und das, dann ist es schon 17:30, dann ist es zu Hause, duschen, essen, dann ist es 19 Uhr, 18:30, 19 irgendwas in der Richtung und dann noch schön ein, zwei Türchen auf Omsi. Mhm. Gestern bin ich 389 auf Ruhrgebiet gefahren. GE, nee. Boah. Irgendwas mit Zillerweg oder so ist das doch. Ja, klar. Fand ich gestern ganz hin und zurück und dann... habe ich leider keine Einrückertour mehr gekriegt, dann habe ich so Freiabend gemacht. Aber sonst wäre ich noch bis zum Betriebshof gefahren. Ich finde das halt abends nach der Arbeit sehr angenehm. Bisschen Mucke dabei, ein bisschen YouTube oder so, dann... kann ich da sehr gut mit leben abends. Fange aber erst um 7:45 an. Also. Das ist in der Branche aber normal. Ja. Vor 9 Uhr hast du eh keine Leute vor der Tür stehen. Ja. Weil die morgens alle noch am Füttern sind, am Melken. Das heißt, morgens hast du immer dann natürlich ab und zu mal so ein paar Leute, die dann denken, oh, ich brauche jetzt ganz dringend und hast du nicht gesehen? Ja, reicht aber auch morgen. Oder so. Aber so. Hast du eigentlich so bis zum Frühstück eigentlich meistens deine Ruhe. Denn so die meisten denken sich, ach ja, so um 12 kannst du ja hinfahren, dann machen wir aber Mittag. Da haben wir auch so ein paar Leute dabei. Aber naja.
Am Montag hatten wir 7.800er von Johnny. Okay. Also den großen. Im Außendienst. Was war kaputt? Leitung undicht. Ich weiß aber jetzt auch nicht mehr genau, welche der Leitung das jetzt genau war. Gut. Aber ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder zur weiteren Folge GT-Fan. Bis dann, danke. Ciao. Ciao.